So, da wären wir wieder und wir stehen vor der grandiosen Auswahl zwischen sofort es uns mit unseren Vorgesetzten zu vergeigen oder etwas später. Also entweder sofort das Depot abreißen oder die Leute erst wahnsinnig werden lassen. Aber ich glaube, ich lasse sie wahnsinnig werden lassen, denn eventuell bewegt sich die letzte Karawane ja noch millimeterweise näher ins Depot und irgendwann kann sie dann Handel betreiben. Und wenn nicht, dürfte es eh noch eine ganze Weile dauern, bis sie durchdrehen. Und erstmal müssten diese gelben, nee Quatsch, die braunen und blauen Pfeile nach unten kommen. Also, dass sie am Verhungern und Verdursten sind. Und überhaupt eine Nachricht, dass sie gehen wollen, gab es die schon? So weit zurück reicht das Log gar nicht mehr. Da sollten wir auch unbedingt drauf. Ach, oh, da fliehen welche. Sehr schön. Die Karawane zieht ab. Also, ein Teil der Karawane. Wahrscheinlich der, der sich überhaupt bewegen kann. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Wo sind die ganzen Wagen hin? Ich sehe vor lauter Gestank nichts. Da ist jetzt ein Wagen und da sind zwei Wagen. Wo sind die restlichen sechs Wagen geblieben? Sehr skurril das Ganze. Naja, mir soll es recht sein. Es gab keine Nachricht, dass sie irgendwie stinkig wären. Und wir brauchen immer noch eine Kette für die Traction Bench. Ja, die müsste eigentlich auch schon in Arbeit sein. Copper Chain. Eine ist schon hergestellt worden. Traction Bench. Ah, jetzt haben wir das gleiche Problem wie vorher wieder. Irgendwo liegt jetzt die Kette rum. Und der Mechaniker-Workshop darf nicht von dem Haufen nehmen, wo die Kette liegt. Okay, Stockpile, Stocks. Worunter sind Ketten? Ich glaube, Finished Goods. Floodgates, Chains, Copper Chain. Wo bist denn du? Z. Du bist hier in dem Haufen. Okay, gehen wir runter. Da sind unsere Mechaniker. Also gib den Mechaniker und gib den Mechaniker. Und jetzt müsste es gehen. Also ja, dieser Gebebefehl zu den Workshops ist schon irre praktisch, um die Workshops so zu konfigurieren, dass sie auch wirklich nur das herstellen, was sie denn bitte auch herstellen sollen. Aber es ist doch recht viel Friemelarbeit, bis man es mal zum Laufen bekommen hat. So, was machen wir jetzt mit dem ganzen Gestank eigentlich? Ist der noch hier, der ganze Müll? Ja, das haben sie einfach auf der Straße liegen lassen. Okay, DBC. Claim. All das. Und jetzt müssten sie eigentlich das stinkende Zeug nach oben bringen. Und das Miasma dann sofort verschwinden. Unsere Arbeitslosenzahlen gehen auch gleich in den Keller, weil jeder was zum Schleppen hat. Das ist auch gut. So, die zwei Wagen kriechen langsam raus. Die restlichen sind entweder damit reingestopft, vielleicht sind das ja auch mehrere Wagen übereinander, oder die sind einfach weg. Ist noch irgendwas da drin? Also Gerogondorf erstmal weg. Das ist aus Mahagoni gebaut. Ja, schön. Aber ist noch was drin? Nö, anscheinend nicht. Komisch, komisch, die ganze Sache. Also erstmal, dass diese beiden Wagen anscheinend kollidiert sind. In den Kommentaren stand, dass es einen Bug gibt, dass ein Wagen teilweise wieder rausgehen möchte und auf dem Rückweg mit einem anderen Wagen zusammenstößt. Also ich weiß nicht, ob das ein Scherz war oder ob das wirklich funktioniert, aber anscheinend hatten wir diesen Bug. Warum auch immer der erste Wagen wieder gehen wollte, denn so lange waren die ja doch noch nicht da. Aber sei es drum. Das nächste, was ich halt komisch fand, ist, dass wir gar keine Waren hintransportieren konnten zum Depot. Normalerweise kann man hier G drücken und dann schon mal Sachen hinschaffen. Aber das klappt auch nicht so wirklich. Na gut. Ist jetzt vorbei. Wie schaut es hier oben aus? Ah gut, geht weiter. Was war mit den Goblins unten? Die hatten wir schon freigelassen, oder? K. Ein Goblin im Käfig. Und der ist tot? Nee, nur blutbeschmiert. Auch nicht schlecht, dass sie sogar die Farbe hier geändert haben. Also die hier sind ja grau und blau und braun, warum auch immer die Goblins unterschiedliche Farbe haben, aber die sind alle schon blutbesplättert und richtig knallrot geworden. Gut, nochmal testweise alles reclaim und dumpen, falls da noch irgendjemand irgendwas dabei hat. So. Und dann können wir gleich den nächsten Trupp hier sterben lassen. Also, Käfig. Du, zack. AJ. Du, zack, 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 zack.
Ja, langsam habe ich mich auch daran gewöhnt, wie man das möglichst schnell macht. Also die Zeichenfolge wollte ich schon fast sagen. So, und ich glaube, wir waren bei dem hier. Das heißt, wir sind jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Goblins. Ach komm, einer geht noch. Ah, J. Der da. So. Das wird also schon mal wieder vorbereitet, damit wir wieder Platz machen können. Wie schaut es eigentlich ganz oben bei den Käfigen aus? Ah, proppevoll. Ja. Also bis zur nächsten Folge werde ich die ganzen Käfige hier mit den Goblins auch unten deponieren, also off-camera. Jedenfalls den Befehl erteilen, weil das dauert mir doch ein bisschen zu lange. Die Distillen sind wieder am pausieren, das können wir gar nicht dulden. So. Wie schaut es mit der Küche aus? Level Schmiel. Haben wir überhaupt was zum Kochen? Wir haben nur 10 Fleisch. Das ist nicht viel. Allgemein ist unsere Essensproduktion nicht besonders gut. Also wir haben zwar tierisch viel, aber wir stellen eigentlich kaum was her. Denn alles, was wir jetzt haben, haben wir aus den Karawanen getauscht. Wirklich viel eigenes Fleisch produzieren tun wir nicht. Durch die paar Hunde, das bringt fast gar nichts. Und die Pflanzen verkochen wir alle. Also verdestillieren wir, verbrauen wir, wie auch immer. Wie könnten wir das ändern? Hühnchen und Eier, da war was. Aber wir haben nicht genug Hühnchen. Wie schaut. Oh, der. Das sieht extrem krass aus. Aber der ganze Müll aus der Karawane ist jetzt hier, zusammen mit den Goblin-Leichen, den Hundeleichen und den lebenden Tieren, die hier am Grasen sind und Eier legen. Ja. Also die Nestbox ist unclaimed, unclaimed, unclaimed. Die werden alle nicht benutzt. Das ist komisch. Aber die Zone ist die ganze hier, ne? Also da sind die Nestboxes mit drin. Ja, eigentlich müssten die geclaimed werden. Aber vielleicht machen sie das ja nur ganz selten im Jahr. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Haben wir denn Eier? Stocks? Egg. 81. Ja, wir haben eine Menge Eier. Warum werden die nicht aufgeführt? Z. Also, Eier sind weder Fleisch noch Fisch noch Pflanze. Das könnte es erklären. Also zählen die Eier wahrscheinlich mit unter andere. Oh gut, dann können wir also auch den zweiten Koch hier arbeiten lassen. Level Schmiel, er, so, hau rein. Was haben wir noch? Erstmal pausieren, überlegen, ob noch irgendwas Wichtiges zu tun ist. Wir haben unsere beiden Kampftrupps inzwischen. Die haben auch alle einen Trainingsplan, sind fleißig am Trainieren und Ausruhen und was auch immer. Ich wollte mal gucken, wie es Hex geht. Das ist erstmal der Unaussprechliche. Der hat keine Wunden. Sarge Hex nimmt an einer Party teil. Dann kann es ihm ja nicht so schlecht gehen. Und seine Wunden sind inzwischen auch schon gelb geworden. Das ist sehr gut. Bisschen pausieren tut ihm auch ganz gut. So, haben wir hier draußen noch irgendwas? Nein. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt nur die ganzen Bodenplatten setzen, damit der Boden einigermaßen eben ist und nichts zuwuchert. Wir müssten unsere Stoffproduktion überwachen, ob das alles soweit funktioniert. Wir müssten die Traction Bunch, wenn sie fertig ist, hier ins Hospital packen. Wir müssten unsere ganzen Soldaten dahin umsiedeln und den zweiten Trupp überhaupt mal Räume geben. Weil noch sind die ganzen aus dem Hammertrupp, glaube ich, hier oben in den Räumen angesiedelt. Und das sollten die eigentlich nicht. Eigentlich sollte der eine Kampftrupp auf der einen Seite sein und der andere Kampftrupp auf der anderen Seite, dass sie möglichst schnell von ihren Betten aus zu ihren Waffen, zu der Gefahr laufen können. Das war zumindest der Plan. Haben wir ein paar Betten überall? Dann können wir auf der anderen Seite schon mal die Betten positionieren. Ja, und das sind sogar richtig gute Betten. Schön, schön. So. Dann kriegen die auch gleich ein Kabinett da rein, dass sie nicht wieder ihre ganzen Klamotten auf den Boden schmeißen. Hat das eigentlich funktioniert? Wir hatten nochmal testweise hier oben welche hingesetzt, oder? Da ist eins, da ist eins, da ist eins. Und da ist eins. Und in allen Räumen, wo ein Kabinett drin ist, liegen keine Klamotten auf dem Boden. Sehr schön. Gucken wir doch mal rein. Und ja, richtig schön wegsortiert. Ganz viele Sachen, die wir gar nicht mehr wirklich brauchen. Aber warum sind die überhaupt noch in den Räumen? Das sind kaputte Klamotten. Gehören die noch jemandem? Zack.
Ja, gehört Kredas. Das hätten sie besser lösen können. Dass sobald Klamotten kaputt sind, sie niemandem gehören und sie dann automatisch auf den Stockpile kommen, um vertauscht zu werden. Also wir hatten schon mal ein paar mal kaputte Klamotten auf dem Stockpile und dementsprechend auch später im Trade Depot. Aber ich weiß nicht, wie wir das angestellt haben. Na gut, noch stört es nicht. Bauen wir einfach überall ein Kabinett hin und dann ist auch gut. Dann sind die Zwerge eh froh, weil die Kabinetts erhöhen ja auch den Wert des Raumes. So, dahin. Und schön aus Granit. Nein, keine Tür. Kabinett. Granit. 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 Das kommt ja ganz gut hin. Nicht Jet. Granit. Und Granit. Können wir gleich nochmal einen Auftrag geben? Rock, Kabinett, 30 Stück. Wir wollen ja unsere Masons schön beschäftigen. Und den zweiten oder dritten Mason, den wir dann noch haben, auch schön ausbilden, dass er ein bisschen schneller produziert. Alles ausgelastet, alles ausgelastet. Sehr schön. Unsere Tischler haben gar nichts zu tun. Was können unsere Tischler denn mal anfertigen? Fässer brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben schon recht viele und die werden ja immer wieder leer und können dann nachgefüllt werden. Das ist okay. Käfige. Käfige könnten wir wirklich ein paar nachbauen. Aber nicht viele, denn es werden ja auch nach und nach die Käfige wieder frei, weil wir ja die Goblins systematisch abschlachten. Das ist soweit okay. Betten. Betten haben wir nicht mehr allzu viele. Da können wir mal ganz kurz hier so voll stopfen. So, das reicht erstmal. Und gibt es noch irgendetwas? Flatgate, jetzt können wir alles aus Stein bauen. Waffen für Fallen. Könnten wir aus Holz bauen, aber die sind nicht wirklich effektiv. Und die Schienen und Krücken haben wir schon gebaut. Also nö. Das heißt, wir können einfach noch mehr Holz verfeuern. Ist ja auch schön. Mehr Kohle für unsere Waffenproduktion. Nee, nicht im Kiln. Nicht im Smelter. Im Wood Furnace. Make Charcoal. 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 So. Und jetzt, wo die Karawane draußen ist, können wir auch mal gucken, wie unsere Vorräte so aussehen. Und zwar Steine, Barren. Wir haben inzwischen wieder 15 Eisenbarren. Das ist sehr schön. Wir haben nur noch 8 Kohle zusammengenommen. Das ist nicht so schön. Und wir haben 4 Stahlbarren. Das ist in Ordnung. Haben wir denn Pig Iron? 5 Stück. Das heißt, wir könnten 5 Stahlbarren herstellen. Hier. Wir würden gerne kein Gold einschmelzen. Wir haben Platinerz. Wo haben wir denn Platinerz her? Da muss ich mich gleich mal umgucken. Wir würden jetzt aber eigentlich ganz gerne Stahl herstellen. Stahlbarren. Warum kann ich die Stahlbarren nicht herstellen? Wir brauchen Eisenbarren, wir brauchen Pig Iron, wir brauchen Flachs und wir brauchen Refined Coal. Den Flachs haben wir doch einmal abgebaut. Unten in den Höhlen. Aber das können schon alle sein. Oder wir haben es verboten. Marble. Also ich glaube, wir haben es hier verboten. Aber das heißt nur, dass es nicht benutzt wird für Mason-Arbeiten, sondern es ist halt reserviert für die dort aufgelisteten Aufgaben. Also Obsidian würde jetzt nicht beim Masons Workshop benutzt werden, sondern nur, wenn man Sharp Blades herstellen will. Daran sollte es also nicht liegen. Das heißt, wir haben einfach nicht mehr genug Stein, weil ich glaube, ich habe schon mal ein, zweimal Stahlbarren hergestellt. Und dabei werden die draufgegangen sein. Na gut, dann mache ich hier schon mal die Tür auf. L. Gucken wir mal schnell, welcher Militärtrupp gerade Dienst schiebt. Wir haben Opal. Das sind unsere Elfenbeinlanzen. S, Shift B. Und ihr könnt gleich ein bisschen weiter reingehen. Wir wollten ja hier oben auch noch aufdecken. Oh, sehr schick. Wir haben da Wasser. Ha. Das heißt, wir müssen den Fluss gar nicht um. Oh, da war gerade ein Mandat zu Ende. Okay. Aber ja, wir müssen den Fluss oben gar nicht umlenken. Wir haben unter unserem Fort Wasser. Gucken wir mal, wie unter unserem Fort das ist. Also hier ist unser Steinlager. Das heißt, hier ist unser eigentlicher Turm.
Wo ist jetzt das Wasser? Also hier war unser eigentlicher Turm. Ja, fast direkt darüber. Sehr schön. Das heißt, wir können von unserem Turm aus einen ganz langen Schacht nach unten buddeln und dann da einen Brunnen bauen. Das hätte eigentlich gar nicht besser laufen können. Schön, schön. Aber ja, wir wollten unseren Trupp losschicken. Ihr könnt mal M dahin gehen. Dann dürfte der ganze Bereich hier oben aufgedeckt werden. Und falls unsere Bergarbeiter angegriffen werden, kann der Trupp ganz schnell dahin laufen. So, jetzt die Aufgaben für die Bergarbeiter. Bitte da den ganzen Flagstone abbauen. Und da das auch alles. So, das sollte erstmal reichen. So viel Stahl werden wir gar nicht herstellen. Aber wo wir schon mal hier unten sind, sollten wir es auch ausnutzen. So, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Jetzt gibt es einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.